Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für Medical Fitness, Life Coach und Tanztrainerin. Und meine ganz große Vision ist es, Bewegung und Achtsamkeit in den Alltag von so vielen Menschen wie möglich zu bringen. Denn in meiner Wahrnehmung ist es so wichtig, dass wir wieder uns selbst wahrnehmen und spüren, feststellen, dass der Körper das wundervollste Geschenk ist, was wir besitzen. Und deswegen ist es mir so, so wichtig, wieder hier den Kontakt herzustellen und über Achtsamkeit und Bewegung hier eine Art freundschaftliche Beziehung herzustellen. In der heutigen Podcast-Folge darf ich mit dir ein wirklich bewegendes Interview teilen mit Julia Wolf. Von Glücksmomente für mich und dich. Julia Wolf ist vierfache Mutter und sie hat mit eines ihrer Kinder eine sehr, sehr intensive Erfahrung machen dürfen, was sie ja zu dem Menschen werden lassen hat, der jetzt mit Glücksmomente für mich und dich durchstartet. Und ich freue mich so unendlich, dass Julia in mein Leben getreten ist, denn ja, wie du gleich erfahren wirst, war das auch nicht ganz bewusst. Und ich möchte dir jetzt gar nicht zu viel verraten und ich wünsche dir jetzt einfach nur ganz, 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 ganz viel Spaß mit diesem tollen Interview. Heute darf ich eine Interviewpartnerin begrüßen, die quasi in mein Leben gefallen ist. Vor ein paar Tagen oder mittlerweile schon Wochen, wenn der Podcast rauskommt, bin ich live gegangen und auf einmal klopfte das in meinem Live an. Und ja, ich dachte mir so, es gibt keine Zufälle. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Also habe ich die junge Dame reinkommen lassen in mein Live. Ja, und da war die Julia. Und wie sich herausgestellt hat, hat sie das nicht bewusst gemacht, sondern unbewusst sich in mein Live mit rein ja, fallen lassen. Und ich fand die ganze Situation so spannend, dass ich sie ganz spontan eingeladen habe hier zum Interview. Und jetzt darf ich dich recht herzlich begrüßen. Hallo, liebe Julia, schön, dass du da bist. Und ja, dass das so spontan geklappt hat, so kurzfristig. Schön, dass du hier die Zeit dafür dir nimmst. Hallo Marie, vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin ein totaler Instagram-Neuling und fand deinen Post damals, beziehungsweise dein Live, so toll und wollte mir das angucken und bin dabei auf die falsche Taste gekommen. Aber ich bin sehr dankbar dafür. Ja, sehr schön. Liebe Julia, da sowohl ich als auch meine Zuhörer dich ja überhaupt nicht kennen. Stell dich mal bitte vor. Wer bist du? Was machst du? Und ja, erzähl mal ein bisschen deine Geschichte. Also ich bin Julia Wolf, ich komme aus dem schönen Odenwald, habe vier Kinder, den Elias, der ist 8, die Lara, die ist 6, die Emma mit 5 und unser Nachkömmling, den Walter, mit 1 Jahr. Wir haben im vergangenen Jahr den Höhepunkt einer ziemlich schwierigen Schulzeit und Kindergartenzeit gehabt. Meinem Sohn ging es sehr schlecht über Durchfälle, Hautausschläge, weil er einfach mit den Umwelteinflüssen, die auf ihn eingeprallt sind, nicht klarkam. Er hatte sehr große Schwierigkeiten, in der Klasse auch mal den Mund zu halten, wie uns das so nett gesagt wurde. Sehr oft hieß es dann, ja, kein Wunder, Eltern von vier Kindern. Und da wird halt sofort so ein Prozess losgetreten. Wenn man dann noch Vollzeit berufstätig ist, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt mit drei Kindern war, ja, das ist viel zu viel und sie haben zu wenig Zeit für die Kinder, die kommen sich vernachlässigt vor. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, stopp mal. Das kann nicht alles sein. Ja, also wir haben mehrfach angesprochen, ihm geht's nicht gut und Hautausschläge und Durchfall und Abnehmen kriegt man auch nicht einfach so. Und da haben wir wirklich gemerkt, einfach unser Kind hat zusätzlich zu, wie wir später dann rausgekriegt haben, zu seiner Erkrankung, zu seiner sozialen, emotionalen Störung, haben wir einfach rausgefunden, okay,
unser Kind hat einfach Stress. Und das war dann so die erste Intention, wo ich gesagt habe, okay, dagegen müssen wir was machen. Wir wohnen hier in einem sehr ländlichen Bereich. Dankbarkeit und solche Sachen werden ein bisschen verpönt und ach ja, genau, schickst irgendwelche Sachen ans Universum und das passiert dann. Die Leute glauben manchmal sehr wenig an sowas, bis gar nicht, oder du wirst nett belächelt und die denken, ja, alles klar, lasst mal ein bisschen rumspinnen. Ich wollte es aber nicht. Ich habe gesagt, da muss irgendwas sein. Und bei uns im Kreis Darmstadt-Dieburg habe ich dann einen Entspannungskurs für Kinder gefunden. Da habe ich gedacht, boah, super. Aber die Fahrzeit war sehr, sehr lange. Und mich hat das dann immer mehr interessiert. Und ich wollte wissen, was die da machen. Bin mit dem Elias da hingefahren, habe auch gemerkt, wie der Elias da immer mehr aufgeblüht ist. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will das machen. Ich liebe die Zusammenarbeit mit Kindern. Ich habe selber Kinder. Ich möchte nicht auch mehr in diesem Hamsterrad sein. Jeden Tag 8 Stunden im Büro sitzen, keine Zeit für meine Kinder haben. Klar, irgendwo brauche ich die Sicherheit, wenn mein Mann auch selbstständig ist als Dachdecker. Aber ich wollte mehr und habe angefangen, mich immer mehr in dieses Thema rein zu lesen, zu gucken, wo bekomme ich Kurse, wo kriege ich Inputs. Ja, bis ich dann irgendwann was gefunden habe und gesagt habe, okay, jetzt machst du deinen Fitnesstrainerschein und jetzt machst du deinen Entspannungstrainer für Kinder. Dann habe ich bei uns im Sportverein, beim TSV Heinstadt, jetzt angefangen mit Entspannungskurse für Kinder. Und irgendwann sagte deine Mama, das ist ja so schön, was du da machst, aber warum denn nur für Kinder? Ich könnte es auch so gut gebrauchen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Mittlerweile habe ich auch den Entspannungskurs für die Erwachsenen angefangen. Mache dort auch progressive Muskelentspannung. Ist natürlich ganz anders wie bei den Kindern. Bei den Kindern auch im Yoga, da arbeiten wir mit Hund, Katze, Maus, mit Geschichten. Ja, und dann schwuppdiwupp kam Corona. Und da ist mir dann mal aufgefallen, viele Kinder werden von ihren Eltern echt verdammt wenig gelobt. Und das war dann auch so das Thema, was wir gesagt haben. Wann haben sie das letzte Mal ihr Kind gelobt? Und eigentlich sollte ein Kind jeden Tag gelobt werden. Da ist uns dann aufgefallen, auch mein Mann und mir, wir waren dann irgendwann, durften wir ja mal wieder auf die Spielplätze. Die Mamas saßen aber am Handy. Die haben nicht geguckt, was ihre Kinder da machen oder wow, heute hast du es geschafft, den 2 Meter hohen Turm hochzuklettern. Und da haben wir gesagt, oh, das gibt's doch gar nicht. Und dann haben wir begonnen mit Kurse für Kinder. Ja. Also, und sagen den Eltern das auch ganz bewusst, hey, guck mal, wie toll, ja, dein Kind ist da jetzt gerade eben durch einen Tunnel durchgekrabbelt. Und es ist toll, dass die das machen. Ja, die bringen so viel Lebensfreude mit und alles. Und dann haben wir gesagt, wir möchten das gerne weitervermitteln und haben jetzt vor 1,5 Monaten haben wir Glücksmomente für mich und dich gegründet. Und das ist auch unser Herzensblut, einfach zu sagen, Leute, lobt eure Kinder, fangt an, was mit denen zu machen. Wir haben eine so stressige Zeit, wir haben eine so stressige Umwelt. Guckt, dass ihr ein bisschen Ruhe mit euren Kindern reingibt. Wir möchten euch Strategien an die Hand geben, wie ihr es zu Hause für euch, dieses schön, wollig, warm vom Kamin zu Hause bekommt. Auch wenn du keinen Kamin hast. Ja? Und uns ist halt auch wichtig, dass gerade Eltern von besonderen Kindern sich nicht ausgeschlossen fühlen. Dass die vielleicht nicht diesen, ja, ich kann eigentlich schon sagen, Leidensweg erfahren müssen, den wir letztes Jahr mit dem Elias hatten. Danke, danke, danke für diesen wundervollen Einblick. Und ich würde dich bitten, nochmal ganz an den Anfang zu springen zu eurer Geschichte mit dem Elias. Was ist in dem Moment mit dir passiert? Was ist in dir passiert, als auf einmal die gesamte Umwelt von deinem Kind gegen ihn war und nicht mehr für ihn? Für uns ist in dem Moment die Welt kaputt gegangen. Also wir waren in dem Moment auf einmal, also der Elias ist angezeigt worden von
einer Mutter, dessen Kind mein Kind verletzt hat. Zum einen war es diese Hilflosigkeit, also wir hatten vorher schon einen Klassenwechsel beantragt gehabt, weil wir gesagt haben, okay, das geht überhaupt nicht mehr. Der Elias hat das auch ganz klar gesagt und ausgedrückt, dass er nicht mehr in der Nähe dieses Kindes sein möchte. Und wir kamen uns unwahrscheinlich hilflos vor. Dann ist dieser Unfall passiert. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen gehabt und für uns ist eine Welt zusammengebrochen. Ja, wir konnten weder konnten wir unser Kind beschützen, noch konnten wir uns irgendwie wehren, sondern es war einfach klipp und bumm. Wir wurden am nächsten Tag in die Schule gestellt und ihr Kind darf jetzt nicht mehr in die Schule. Was die anderen Kinder oder das andere Kind gemacht hat, dass es überhaupt dazu kam, wie es kam, das hat keine Rolle gespielt, weil der Elias ist derjenige, der in der Klasse seit 2 Jahren auffällig war. Der Elias redet rein, der kann keine Konzentration halten. Um ihr Kind nicht weiterhin anschreien zu müssen, tue ich ihn jetzt mal raus. Okay. Boom. Ja, im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht einfach. Also um Himmels Willen, ich merke das auch in meinen Kursen, es ist nicht einfach, wenn man einen sogenannten, wie das so nett bezeichnet wird, Systemsprenger in einer Klasse hat. Aber mit Herzensblut und mit Liebe kann man das ohne Probleme hinbekommen. Ja, und das ist das einfach, ja, wir standen da an der Wand. Wir mussten, was uns total fernlief, wir mussten auf einmal einen Anwalt einschalten. Der Elias wurde unseres Erachtens in Situationen, er musste zum Schulamt, er wusste nicht, warum er auf einmal nicht mehr in die Schule darf. Er wusste, er hat einen Fehler gemacht. Aber der wusste gar nicht so genau, wieso, weshalb und warum. Ja, weil er einfach die Gefühle von anderen Menschen gar nicht deuten kann. Ja. Er kann es. Ja, und das ist halt das, was er erlernen muss. Und das kann er aber nicht erlernen, wenn er ständig gesagt bekommt, was er alles schlecht macht. Kinder müssen gesagt bekommen, was sie gut machen. Und man muss sie, natürlich, lass mein Kind jetzt nicht vors Auto rennen oder irgendwas, ja, und sagt dann, oh, hast du voll gemacht, dass du vors Auto rennst. Das ist damit nicht gemeint. Ja, aber mal wieder ins Positive zu kommen. Ja, also das war für uns als Familie ganz, ganz wichtig, weil die ersten Wochen danach war nur noch, oh Gott, wir sind die Eltern von dem Schläger, wir sind die Eltern davon. Dann kam es auch noch, dass wir Probleme hatten, dass wir in einer Gruppe nicht mehr mittanzen durften, hauptsächlich ich, ja, weil als Mutter wirst du da als erstes immer angegriffen, zumindest kam es mir so rüber. Und bis wir dann mal dieses Gefühl hatten, okay, nee, Moment mal, stopp. Warum lassen wir das eigentlich gerade hier so sehr in unsere Familie rein? Und dann haben wir angefangen, wieder positiv zu denken. Der Elias kam dann in eine Klinik, wo dann erstmal geguckt wurde, was überhaupt mit ihm los ist. Das war für uns ganz, ganz toll. Und ich habe tatsächlich jetzt vor 2 Wochen auf seiner neuen Schule, ja, es ist eine Schule für Kinder, die besonders sind. Ist eine sehr kleine Klasse. Aber ich habe zum ersten Mal für den Elias ein Elterngespräch gehabt mit meinem Mann, wo die uns gesagt haben, was für ein tolles Kind wir haben. Wie mathematisch der ist. Ja, und wir sind da total gestärkt aus diesem Gespräch rausgegangen. Und es ist so eine unendliche Last von uns abgefallen, weil wir einfach mal gehört haben, hey Leute, ihr habt ein ganz tolles Kind, der muss einfach nur noch dazulernen. Und wir sind dieser neuen Schule so unendlich dankbar, diesen Mitarbeitern, die dort arbeiten, die geben sich so viel Mühe mit unserem Kind. Und das ist einfach unbeschreiblich schön. Magst du mal ganz kurz sagen, wie aus deiner Bewertung heraus, wie es dem Elias jetzt geht? Super. Er hat keine Hautausschläge mehr, der hat keinen Durchfall mehr. Er sagt auch ganz klar, er möchte auf dieser Schule bleiben. Er fühlt sich dort wohl. Er hat jetzt einen Freund gefunden. Elias hatte vorher nie Freunde. Oh, wie schön. Da kommen mir gleich Tränchen. Oh, wundervoll. Sehr schöne Geschichte. Also, ihm geht es einfach jetzt gut. Und das ist das, was wir auch in unseren Kursen den Kindern vermitteln möchten. Selbst wenn es in der Schule scheiße läuft,
Du bist toll. Auch wenn zu Hause was scheiße läuft. Du bist toll. Ja? Die sollen nicht mehr mit Bauchschmerzen in die Klasse gehen, weil sie eine Klassenarbeit schreiben. Die sollen da reingehen und sagen, ich bin der Elias, die Emily, sonst irgendwer und ich schaff das. Wow. Das ist das, was die Kinder verdienen. Und das ist das, warum wir Glücksmomente für mich und dich jetzt gemacht haben. Grandios. Ich bin ein bisschen sprachlos. Mir laufen hier die Tränen in den Winkeln runter. Ich finde wirklich das unglaublich, was ihr da gerade aufbaut und auch den Hintergrund dazu und dass euer Sohn da jetzt ja aus dieser schlimmen Situation heraus endlich seinen super tollen Weg gefunden hat, dass er diesen Freund hat. Und erzähl uns doch noch mal ein bisschen näher, was ihr jetzt genau mit eurem Kursen macht. Also wie sind die aufgebaut? Vielleicht erzählst du einfach mal, wie so ein Kurs abläuft für euch. Also der Elias, muss ich dazu sagen, geht auch in die Ergotherapiepraxis zu uns hier nach Bad König in den Fuchsbau. Die haben uns sehr unterstützt, muss ich wirklich sagen. Die machen das mit zwei Hunden dort. Das war so der erste Zugang, den wir überhaupt wieder zum Elias hatten. Dazu kommt, dass wir seine Hautprobleme und auch meine Hautprobleme über eine ganz liebe Freundin, die Julia Fischer, die vertreibt Forever. Das sind rein ayurvedische Produkte, die eben halt auch auf Naturbasis sind, super in den Griff bekommen haben. Dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar, weil das war auch so der erste Schritt, wo wir angefangen haben, uns wieder wohlzufühlen. Und in den Kursen selber, also ein Kursaufbau ist bei uns so, wir haben jetzt aktuell das beim TSV Heinstadt, dort machen wir das ehrenamtlich, dass wir halt wegen Corona noch leider sehr eingeschränkt sind. Aber die Kinder kommen erstmal rein und erzählen, hey, wie war deine Woche? Das ist erstmal so der Fokus. Wie war deine Woche? Gab es irgendwas, was bei dir blöd gelaufen ist? Gefällt es dir gut? Oder wie war es denn? Ja. Dann haben wir uns zum Thema genommen. Einige Kinder haben uns erzählt, oh, in der Schule, da ist andauernd ein Kind, das beschimpft mich mit einem Namen oder privat auch so. Und dann haben wir gesagt, okay, wisst ihr denn überhaupt, was diese Schimpfwörter bedeuten? Und dann kam zum Beispiel das Schimpfwort Fick. Dann haben wir gesagt, okay, wisst ihr, was ist denn Fick? Ja, keiner wusste genau, was Fick ist. Irgendwann sagt ein Kind, boah, wollen wir mal googeln? Ja klar, warum denn nicht? Google weiß alles, haben die Kinder uns erklärt. Also haben wir gegoogelt. Ja, es gab mal einen Herrn Friedrich Fick und das war ein Politiker. Mittlerweile, total lustig, hat es ein Kind uns erzählt. Der Herr hat schon wieder Fick in der Schule zu mir gesagt. Und da habe ich den mal gefragt, ob der weiß, was das ist. Und er guckte mich ganz entsetzt an. Und dann sage ich, ja, und dann? Da habe ich gesagt, wieso, verdammt nochmal, beschimpfst du mich ständig als Politiker? Ich bin doch gar kein Politiker. Ja? Und Beispiele haben wir. Oder wir haben zum Beispiel den Kindern einen Apfel mitgegeben und haben gesagt, ihr nehmt ihn jetzt eine Woche mit und ihr behandelt ihn so, wie ihr nicht behandelt werden möchte. Von außen sah der Apfel echt noch super schön aus, aber wir haben die Äpfel dann mal aufgeschnitten. Und die waren ganz schön braun und den wollte keiner mehr essen. Oh, wow. Da haben wir den Kindern dann mal erklärt, genau so ist es. Wenn ihr jemanden behandelt, wie ihr nicht behandelt werden möchtet, dann passiert genau innen drin das mit dem. Der Mensch fühlt sich ganz klein. Und die sind innen drin ganz traurig, auch wenn man das von außen manchmal gar nicht sieht. Das sind Themen, die wir in unseren Kursen aufgreifen. Wir machen Kinder-Yoga, wie gesagt, über Hund, Katze, Maus. Da haben wir auch Kinder mit dabei, die übergewichtig sind. Aber wir müssen wirklich sagen, Chapeau, ja, so einen kompletten Lotussitz kriegen die meisten ohne Probleme hin. Ja. Cool. Dann machen wir Entspannungsmassagen.
Also auch Gesichtsmassagen, das sind so Körperwahrnehmungsübungen, die sind mit den Kindern natürlich ganz anders als wie mit einem Erwachsenen. Ja. Ja, und was uns jetzt im Herbst auch wichtig ist, dass wir eben halt auch die Fingerfertigkeit ein bisschen übers Basteln. Also wir werden jetzt auch das Thema Herbst mit den Kindern mit reinnehmen. Ja, mit unseren ganz Kleinen im Kinderkurs, also Elternkinderkurs, die sind jetzt 1 Jahr alt. Da machen wir halt sehr, sehr viel über die Motorik. Also Treppe, Treppenbahn runterlaufen, ihnen erklären quasi, dass man Treppenstufen, wir haben da so ein Barren, ein Barren ist halt Sport, so eine Treppe aus Schaumstoff haben wir aufgebaut und die laufen dann eben halt da hoch und dann wissen sie aber ganz genau auf der anderen Seite, okay, jetzt muss ich mich auf den Popo setzen, weil da geht es wieder runter. Und mittlerweile machen die das wirklich komplett von alleine. Schön. Aber auch, weil wir ganz oft, die Eltern sind am Anfang ganz oft hingelaufen und haben gesagt, oh Gott, und da sage ich, nein, sei still, lass dein Kind es probieren und greife dann ein, wenn es wirklich, wir sehen, dass es gefährlich wird, aber lass dein Kind doch mal ganz alleine seine Erfahrungen machen. Das Problem waren nicht die Kinder, weil die sind direkt am Anfang direkt, jo, wir schaffen das, sondern das Problem waren die Mamas und die Papas, die dabei waren, die gedacht haben, oh mein Gott, mein Kind verletzt sich gleich. Und mittlerweile aber wirklich so, ja, die wissen, was ihre Kinder mittlerweile können und was nicht. Und diese Stärkung auch der Eltern zu sagen, du musst nicht jeden Schritt, den dein Kind macht, kommentieren. Lass es einfach mal machen. Lass dein Kind mal frei in dieser Halle jetzt hier laufen und sich ganz alleine entfalten. Ja, und das ist das, was wir machen. Wie schön. Ich sehe da gerade ja ganz, ganz, ganz viele Bilder, die auch bei mir immer so in meinem privaten Alltag ablaufen, diese Spielplatzsituation. Und ich bin auch immer, wir sind ja Kletterer und unsere Kinder sind es auch gewohnt von Anfang an, dass die halt überall hochklettern. Und wir haben da auch immer viele liebevoll gemeinte Bewertungen bekommen von unserem Umfeld, wie: Oh Gott, dein Kind, das klettert da die Treppe hoch oder runter. Und kann der das schon? Also von außen. Und Ja, wir, warum nicht? ja, und wir saßen immer daneben. Ja, was ist, wenn er runterfällt? Ist bis jetzt noch nicht passiert, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass viele aus Angst heraus, aus der eigenen Angst heraus, ihr Kind schützen wollen. Und ich habe am Anfang, als meine Tochter angefangen hat zu laufen, zu krabbeln, irgendwo hochzukrabbeln, hatte ich immer regelmäßig hier vorne eine wunde Lippe, weil ich die ganze Zeit so da saß. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, egal was du tust, du kannst mehr kaputt machen als richtig, wenn du jetzt ihr die Möglichkeit gibst, einfach sich selbst auszuprobieren. Und das versuche ich auch immer in meinem Umfeld und auch in meiner Arbeit zu vermitteln, denn ich habe das so oft erlebt. Also so viel Vertrauen wie du, das habe ich nicht. Das Ding ist ganz einfach. Ich habe natürlich diese wunde Lippe am Anfang gehabt, aber mittlerweile bin ich so entspannt, weil meine Kinder können alles. Meine Kinder können alles, was sie sich vornehmen. Und mein Leitspruch, nach dem ich tatsächlich lebe, ist: Ein Kind, das nichts darf, wird ein Erwachsener, der nichts kann. Und ich möchte, dass meine Kinder das Selbstvertrauen haben, wirklich alles in diesem Leben zu können, einfach aus tiefstem Vertrauen heraus, was sie sich vornehmen. Genau. Und das nur mal so zum Abrunden. Aber ich finde es mega. Ich finde eure Arbeit so unglaublich wertvoll. Also Wahnsinn. Danke. Verrat mir mal, wie viel Teilnehmer habt ihr so durchschnittlich? Kannst du das so? Also wir dürfen aktuell wegen Corona darf ich nicht mehr wie 10 Kinder im Kurs aufnehmen. Also wird auch, es ist sehr schade, Ja. aber wir müssen da jetzt einfach momentan wirklich Sicherheit geht vor. Also es ist in jedem
Kurs nicht mehr wie 10 Kinder. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, wir werden die Gruppengröße selbst nach Corona nicht mehr erhöhen. Also auch wenn wir jetzt in der Ergotherapiepraxis in Bad König jetzt im Januar mit unseren Kursen starten, die dann nochmal ein bisschen anders aussehen werden als wie im TSV Heinstadt, wo wir wirklich auch ein bisschen mehr nochmal auf die sozial-emotionale von Kindern gehen, werden wir eine Gruppengröße von 10 Kindern nicht überschreiten, damit wir einfach für jedes Kind ein offenes Ohr haben können. Also jedes Kind hat so viel zu erzählen und wir möchten nicht sagen, oh, jetzt ist aber gleich die Stunde vorbei. Oft überziehen wir auch die Stunde oder anderthalb Stunden, weil jedes Kind soll gehört werden. Wie schön. Und deswegen werden wir auch die Gruppengröße danach nicht erhöhen, damit wir jedem Kind individuell auch in dem Kurs zuhören, helfen können, wie auch immer. Ich würde gerne noch etwas mehr auf die Entspannung beziehungsweise auch auf diese Achtsamkeitsschulung noch ein bisschen eingehen. Du hattest ja gesagt, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen euren Kindern, Kinderkursen und den Erwachsenen. Würdest du einmal auf diese Parts jeweils noch mal ein bisschen näher eingehen? Wie sieht es bei euch aus? Also die Kinder sind definitiv so, wie gesagt, wir bauen die Stunde so auf, dass es kindgerecht ist. Es bringt mir nichts, wenn ich einem Kind sage, du spannst jetzt deine rechte Hand an in der progressiven Muskelentspannung und sage ihm dann, du lässt sie wieder locker. Das ist für ein Kind einfach, das funktioniert nicht. Wenn du möchtest, würde ich jetzt so ganz spontan, ich bräuchte eine Sekunde, ja, einfach mal eine Kinder-Yoga-Geschichte vorlesen. Klar, gerne. Ja, super. Dann könnt ihr einfach mal gucken. Also wir haben zum Beispiel unseren Sonnengruß, der ist bei uns ganz anders. Der geht ja normalerweise, ich grüße die Sonne, ich grüße die Erde. Ist es bei den Kindern jetzt? Und egal, was passiert, ich bin stark wie ein Krieger, mutig wie ein Ninja, so schnell wie Flash, so kuschelig wie eine Katze, so groß wie ein Hund. Egal, was passiert, ich schaffe das. Oh, wie schön. Das ist bei uns der Sonnengruß mit den Kindern. Also das ist so ganz anders als wie bei den Erwachsenen, wo wir dann wirklich auch gucken. Und ganz wichtig ist, Kinder, bitte korrigiert sie nicht. Niemals ein Kind korrigieren. Die sollen das ganz nach ihrem eigenen Empfinden und Spüren, sollen die das nachmachen. Also ich würde niemals zu einem Kind hingehen und würde jetzt sagen, wenn er den Krieger macht, oh, du musst aber den Arm höher oder sonst was. Die sollen so machen, wie sie das empfinden, wie sie sehen und sollen sich das einfach abgucken, sage ich jetzt einfach mal, ja. Ganz kurze Frage, wie bezieht ihr oder bezieht ihr euch dann auch während der ganzen Sequenz auch auf den Atem euch ein? Jetzt habe ich das sehr, nein, sehr falsch. Mit den Kindern überhaupt ja, nicht. Wir machen Atemübungen an sich. Ja. Aber wir leiten nicht an den Kindern, jetzt atmet ihr ein oder aus, sondern wir sagen zu den Kindern, setzt euch jetzt zum Beispiel mal in den Lotus. Die wissen mittlerweile alle, was das ist. Oder wer es nicht kann, macht es in einen halben Lotus, aber immer mit der Intention, egal ob du einen ganzen oder einen halben schaffst, es ist super, dass du es überhaupt schaffst. Ja, jeder macht das, wobei er sich wohlfühlt. Und dann sagen wir, ihr atmet jetzt dreimal durch die Nase ein und aus. Klar, wir machen das vor, aber niemals, dass wir sagen, okay, ihr atmet jetzt ein, halten, ausatmen. Das machen wir nicht, sondern sie sollen ihren eigenen Rhythmus einfach finden. So schön. Ja? Und wir fragen die Kinder halt auch, auf was sie Lust haben. Also bei uns ist momentan der absolute Renner, sind die Massagen. Also wir lesen den Kindern Massagen vor, da gibt es Themen im Kosmetikstudio, ja.
Oder unsere Bewegungseinheiten. Unsere Bewegungseinheiten haben immer das Thema Konzentration. Ja. Ja. Also die Kinder kriegen zum Beispiel jetzt gesagt, Familie Meier geht in den Zoo. Und dann ist einer die Mutter, der Vater, alle zusammen sind die Familie Meier. Einer ist der Hund, die Katze. Und die suchen sich dann auch manchmal sagen so, oh, wir wollen aber jetzt heute dazu eine Yoga-Stellung. Und da sage ich, okay, welche Yoga-Stellung nehmen wir denn für die Mutter, für den Vater? Und dann lesen wir die Geschichte vor. Und normalerweise stehen sie auf, wenn eben halt ihr Name geht. Und dann haben die Kinder aber gesagt, nee, wieso denn? Wir können doch mal eine Yoga-Stellung machen. Wir stehen alle und wenn mein Name kommt, mache ich die Yoga-Stellung. Cool. Also die tun da unwahrscheinlich viel schon selber anbieten. Man muss ihnen nur zuhören. Die wollen auch. Ja. Ja? Oder Schulangst. Ganz großes Thema bei uns. Haben wir gedacht, boah, wie nehmen wir das denn auf? Die haben wirklich, also das eine Kind saß auf einmal am Ende der Stunde da und hat gesagt, ich schreibe morgen eine Mathearbeit. Ich kann das nicht. Und da habe ich gesagt, nee, also so gehst du mir jetzt nicht nach Hause mit. Ich kann das nicht. Das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich mit der Mama geredet und habe gesagt, ob es okay wäre, halbe Stunde würde ich mal mit dem Kind gern noch alleine, auch gern, wenn sie möchte, mit dabei sein. Und da haben wir wirklich dann mal gesagt, also wir haben quasi uns hingesetzt und da habe ich gesagt, so, und jetzt schreist du mal ganz laut, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, ja, also irgendeinen Namen des Kindes, und ich schaffe morgen die Mathearbeit. Und am Anfang war das Kind ganz, ganz leise und kleinlaut. Und am Ende der Stunde, also was ich sage am Ende der Stunde, am Ende hat die das wirklich rausgebrüllt und kam dann und hat gesagt, weißt du, ich habe daran gedacht, was du mir gesagt hast. Und dann habe ich das auf dem Pausenhof gemacht. Die haben zwar komisch geguckt, aber ich bin da in die Mathearbeit und ich habe die wirklich geschafft. Und ich habe mich so gefreut. Oder das andere Kind sagt, ich habe mich hingesetzt und habe ganz tief durchgeatmet und danach war mir nicht mehr schlecht und ich habe einfach geschrieben. Und das ist so schön, weil jedes Kind für sich auch das rauspickt und die sagen dann auch, was ihnen gut tut. Ja. Ja. Und das sind die Kinder. Die Erwachsenen, viele Erwachsene kommen abends total, oh Gott, ja, sorry, ich bin jetzt gerade schon zu spät. Wo ich sage, Moment mal. Mal ganz ruhig, setzt euch erstmal hin, kommt erstmal an und mit denen mache ich dann erstmal eine Atemübung, dass die überhaupt erstmal runterkommen. Ja, bei den Erwachsenen machen wir auch Körperwahrnehmungsübungen, aber die sind dann wirklich darauf bezogen, dass man eben halt auch sagt, okay, stellt euch vor, ihr habt in eurer Handfläche einen roten Punkt und mit diesem roten Punkt gehen wir jetzt durch den Körper. Also das ist ein ganz anderes Umfeld. Und klar, bei den Kindern ist es auch manchmal absolut nicht so leise wie bei den Erwachsenen, ja, weil die legen sich wirklich hin und die wollen das, die konzentrieren sich da drauf. Ja. Also es ist was ganz was anderes. Wobei ich sagen muss, bei den Erwachsenen jetzt zum Beispiel habe ich jetzt auch außerhalb dieser normalen, klassischen Entspannungsmethoden, die man so kennt, habe ich jetzt zum Beispiel mal gestern Abend meinen Mamas vorgelesen, wie toll sie eigentlich sind. Mal ein bisschen was für ihre Selbstliebe. Wobei ich muss sagen, wir haben auch einen Papa mit dabei. Bin ich ganz stolz drauf, dass wir einen Mann mit dabei haben. Cool. Und der macht das wirklich toll. Aber da habe ich wirklich mal gedacht, wir müssen auch mal unseren Mamas sagen, wie spitze die sind. Und das haben wir dann eben halt wirklich mal in so Sätzen gemacht wie, ich bin eine gute Mutter. Und die durften sich das für sich selber dann mal sagen. Also es waren 30 Sätze für Mamas und Papas, was die jeden Tag einfach toll machen und ihnen aber manchmal einfach ganz selten einer sagt. Und sie wahrscheinlich am wenigsten sich selbst. Ja. Ja. Liebe Julia, also ich bin hin und weg von eurer Arbeit, von deiner Arbeit.
Sag mir doch mal, was deine Vision ist. Wo befindest du dich denn in 10 Jahren oder in 20 Jahren? Was ist so deine Vision? Wo wollt ihr hin? Also in 10 Jahren wäre mein großer Traum, dass die Schulen sich so weit öffnen, dass sie sagen, wir dürfen in jeder Klasse eine Entspannungsstunde in der Schule machen, im Kindergarten, weil man kann es schon mit den ganz, ganz Kleinen. Das wäre mein Traum. Ja. Ja, und ich sage, also mein Leitfaden dabei ist, alles ist möglich, dem, der dran glaubt. Und wir glauben da ganz fest dran, dass wir, also wir entwickeln uns ja gerade immer so ein bisschen weiter. Wir haben angefangen im Sportverein. Wir dürfen jetzt in die Ergotherapiepraxis, wo wir einige Stunden unsere Kurse machen dürfen. Wir hoffen, dass das auch ganz, ganz lange so bleibt. Vielleicht schaffen wir es auch, dass wir so unseren eigenen kleinen Glücksmomente-Ort für uns selber schaffen können, wo wir unsere Kurse halten können. Für uns ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Kinder dabei nicht ja, vernachlässigen, möchte ich nicht sagen, aber dass die dabei auch glücklich sind, weil Glücksmomente funktioniert nur, wenn wir hier auch in der Familie glücklich sind. Und aber das wäre unser Traum, dass wir wirklich in die Schulen, in die Kindergärten reingehen und sagen, hey, das Leben besteht aus so vielen Glücksmomenten. Die hast du, die hab ich, die hat jeder. Wir müssen sie nur leben und wir müssen an uns glauben. Wie cool. Toll. Danke, danke, danke. Ich bin wirklich so unglaublich dankbar, dass du in mein Live reingefallen bist. Unfassbar. Liebe Julia, ich habe immer zum Ende hin zwei Abschlussfragen und da würde ich gerne jetzt mal reingehen. Wenn du unabhängig davon, was es kostet, an Geld oder Energie, an deiner Zeit. Wenn du einfach so von heute auf morgen etwas ändern könntest auf dieser Welt, in dieser Welt, was wäre das? Also wenn ich heute am Tag was ändern könnte, dann wäre es diese Maschinerie, in die wir unsere Kinder so reinstecken. Ich finde Bewegung und also bei uns ist es, die werden mit 5 schon eingeschult hier bei uns. Und ich finde, wir nehmen unseren Kindern so viel Kindheit. Und das würde ich gern ändern. Dankeschön. Und auch, dass wir Erwachsenen alle noch ein bisschen mehr Kind sein dürfen. Wie heißt Ja. es so schön, sei Pippi und nicht Annika. Ja. Ja, danke. Und die zweite Frage: Wenn du dir vorstellst, dass du so ja, zum Ende hin deines Lebens angekommen bist, du bist eine ganz alte Omi und du sitzt irgendwo an einem wunderschönen Platz und was ist so dein Vermächtnis? Was sagen die Leute über dich? Weshalb kennt man dich? Was ist so ja, das, was du erschaffen hast? Also ich muss dazu sagen, grundsätzlich ist es mir mittlerweile, nach dem, was uns passiert ist, egal, was andere Menschen über mich sagen. Wichtig ist mir, was meine Familie über mich sagen wird und die Menschen, die mir wichtig sind. Und ich möchte, dass sie sagen, okay, ich habe eine coole Mama gehabt. Ich habe eine Mama gehabt, die, der es egal war, was andere Leute gesagt haben und wir haben nach unserem Herzen gelebt. Weil das finde ich am wichtigsten. Dass wir nach unserem Herzen in unserer Familie leben, egal was irgendjemand anders darüber denkt. Das ist für mich das Wichtigste. Ich danke dir so von Herzen. Jetzt kommen mir wieder die Tränchen. Also du bist die erste Teilnehmerin, die mich zum Weinen gebracht hat und das gleich zweimal. Du bist grandios. Danke, danke, liebe Julia. Verrate mir Ich mal danke noch dir. oder verrate uns mal, wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wenn jemand vielleicht noch Fragen hat, wie kann man euch oder wie kann man dich am besten erreichen? Also ihr könnt mich alle einmal über Instagram anschreiben. Wir haben ja auch da die Seite Glücksmomente für dich und mich. Wir sind auf Facebook, da bin ich unter Julia Wolfhausen.
Da kann mich jederzeit jemand anschreiben oder wir haben eine E-Mail-Adresse. Das ist glücksmomente mit UE, wolf@gmail.com. Wir beantworten alle Fragen, auch wenn es vielleicht mal einen Tag dauern wird. Aber jederzeit super gerne ansprechen. Wir arbeiten auch super gerne mit anderen zusammen. Also ja, irgendwann werden wir auch eine Internetseite erstellen. Aber wie gesagt, wir sind gerade, was die Technik angeht, noch in den Kinderschuhen. Sehr schön, liebe Julia. Ich werde alle Links quasi nochmal verlinken, dann auch in den Shownotes. Und so kann der Zuhörer, die Zuhörerin auf jeden Fall euch dann gleich finden. Danke. Danke für dich. Danke, dass du das tust, was du tust. Ich möchte dir auch echt so danken. Das ist, also für mich ist es immer wieder schön, dich zu sehen. Und es zaubert mir auch einfach ein Lächeln ins Gesicht. Vielen Dank, dass du das alles so mich heute eingeladen hast. Ich war total wow. Für mich war es ein totaler Glücksmoment. Vielen lieben Dank. So, und gerne. Ich hoffe, wir sehen uns noch öfters. Ja, gerne, gerne, gerne. Herzlich willkommen zurück. Ich bin wirklich so gespannt, was du aus diesem Interview für dich mitnimmst. Mich hat die liebe Julia zweimal zum Weinen gebracht und ich fand die gesamte Geschichte so, so, so wichtig für uns alle, für uns als Eltern, für uns als ehemalige Kinder und auch für unsere Kinder. Ich finde, aus diesem Interview ist so, so, so viel Potenzial sichtbar geworden, was wir sowohl als Einzelpersonen, aber auch wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft ganz einfach füreinander tun dürfen. Die liebe Julia und ich haben noch eine ganz kleine Überraschung für dich. Jetzt am Freitag kommt hier wie gewohnt eine Meditation für dich raus. Und Julia und ich haben uns überlegt, dass die Julia diesen Part diesmal übernehmen wird. Und ich freue mich schon so sehr, denn auf mich wird das eine kleine Überraschung werden. Ich bin schon so gespannt, was Julia am Freitag für uns zur Verfügung stellt. Und ja, du darfst also gespannt sein. Ich bin überzeugt, dass auch diese Entspannungsübung ein wahres Meisterwerk wird. Wenn du noch Fragen an Julia haben solltest oder eventuell auch mit ihr zusammenarbeiten möchtest, kannst du dich sehr gerne bei ihr melden. Ihre Kontaktdaten verlinke ich dir in den Shownotes. Sei so lieb und teile den Podcast mit ganz, ganz vielen Menschen wie möglich, um ganz einfach die Vision von Julia und auch meine in die Welt zu bringen. Und du kannst mir dabei helfen, indem du ganz einfach dieses Interview mit Menschen teilst, um ganz einfach das Bewusstsein auch für uns alle etwas zu weiten, um sichtbar zu machen, dass wir alle zusammenhängen und dass wir alle zusammengehören und irgendwo gleich sind, auch wenn wir eventuell nicht die gleichen Voraussetzungen in diesem Leben mitbringen. Ich freue mich in jedem Fall über einen wundervollen Austausch und hinterlasse mir hierfür sehr gerne einen Kommentar bei Instagram oder Facebook und teile Julia und mir doch mal mit, was du für dich aus diesem Interview mitnimmst. Bis dahin, denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt. Bis ganz bald, deine Marie.